Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SimCity Städte der Zukunft. So, dann ab mal in die Stadt New York City. Mal kurz ein Schlückchen Wasser, bevor die Stadt lädt. Oder besser gesagt, bis die Stadt lädt oder geladen ist. So, letztes Mal habe ich ja gesagt, ich wollte mir ein paar Mods runterladen. Das habe ich auch getan. Ich habe mich letztes Mal auch gewundert hier. Bei dem Kraftwerk, dass ich hier die Batterien nicht habe. Also hier habe ich schon eine hingebastelt. Nicht das letzte Mal in der Aufnahme, sondern privat. Und die anderen Batterien waren für die Windkraftanlage gedacht. Da gibt es zwei verschiedene Mods. Okay, so viel dazu. Gut, was wollte ich denn? Was wollte ich denn nochmal? Genau, erstmal die Statistik einsehen. 600 Arbeitsplätze für die unterste Einkommensklasse. Und ja, wir könnten doch mal. Moment, wie sieht es eigentlich mit der Schule aus? 1049. 950 sind angemeldet. Das ist natürlich scheiße. Moment, einmal kurz wegen der Grundstückspreise gucken. Also, wenn ich jetzt hier noch eine hinbaue, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesem türkisen Flächen bekommen. Moment. Kostet 400 die Stunde, 16.000. Kann ich mir auf jeden Fall leisten. Moment, ich lasse das mal kurz markiert. Moment, einmal kurz testen. Ist zwar Geldverschwendung. Alter, was ist mit los mit mir? Okay, ich glaube, ich werde erstmal eine zum Test dahin bauen. Okay, ich will das auf jeden Fall getrennt lassen. Sprich, das Türkise hier darf nicht dieses Gebiet hier überschreiten. Denn ich will hier auf jeden Fall die unterste Einkommensschicht haben. Ich kann das natürlich auch ja, später ein bisschen umdisponieren, ne, damit ich halt mehr von der untersten Einkommensklasse habe. Aber erstmal belasse ich das so. So, okay. Schulbeginn ist jetzt. Warte mal, Schulbeginn ist um wie viel Uhr? Um 6 Uhr, okay. Mal kurz hier die Schilder und die Fahne. So. Moment, warum sind da nur vier Plätze? Da sind doch immer sechs, oder nicht? Mal kurz abreißen. So, sag ich doch, das sind fünf Plätze normalerweise. Okay, wie war das hier bei der Schule? Haben ich da jetzt auch fünf Stück stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Also 10 Busse. Was mir auch gerade einfällt, ich wollte auf jeden Fall auch noch einen Schulbus-Mod runterladen. Und Moment, wie viel passen hier eigentlich rein? Da passen 50 rein und bei dem Schulbus-Mod ist der Bus auf jeden Fall größer und da passen 80 Kinder rein. Oder vier, nee, warte mal, 40 oder. Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich mal gucken. Nee, Moment. In einer Busstation sind zwei Busse, sehe ich gerade. Sprich, 25 passen in einen Bus. Und bei dem Schulbus-Mod, bei dem größeren Bus, passen, glaube ich, 40 in einen Bus. Also sprich, auf einem Parkplatz sind zwei Fahrzeuge und dementsprechend haben wir dann 80 Kinder, die abgeholt werden können. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Fahrzeuge dahinstellen. Okay, so. Ist die Schule gerade in Betrieb? Ja, okay, da sind gerade zwei Schüler. Ja, okay, das wird sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit ergeben, dass sich die Schule auch füllt. So, Moment, wo sind denn hier überall die Schulbushaltestellen? Da oben ist eine. Dann glaube ich, stelle ich hier auch noch eine hin. Auf der anderen Straßenseite. Moment, habe ich hier auch noch Wohnhäuser? Ja, ich würde sagen. Ne, die sind ja sowieso hier um die Ecke. Dann können die auch im Prinzip dahin laufen. Ist ja nicht so weit. Brauchen wir denn noch keine Schulbusanbindung? Ich denke mal, hier werde ich auch noch einen. Ne, Moment, wir haben da eine stehen. Dann würde ich sagen, hier noch eine hin. So. Schule, Schule,
Schule, Schule. Ja, alles grün. Außer hier. Ja, das sind natürlich die Geschäfte. Ja gut, alle Schüler sind angemeldet, so wie ich es gerade sehe. Schule hat gerade Feierabend. Hat sich da einer hingebastelt? Ja, hat sich. Gut, dann kann man die Markierung auch wegnehmen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Bevölkerung. 561. Wo bauen wir denn hier noch ein bisschen was hin? Ich denke mal hier, ne? Moment, das ist doch hier eine mittlere Klasse, ne? Ja, das ist eine mittlere Klasse. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall hier mal so ein paar Mittelständler hinstellen. So, drei Häuser bedeuten ein großes Gebäude, soweit ich mich erinnere. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal markiert lassen. Moment, wie sieht es mit den Schülern aus? Okay. Hier könnte ich im Prinzip auch noch welche hinbasteln. Moment, hier könnte ich im Prinzip auch. Nee. Oh. Wenn ich die jetzt markiere, werden die zu Mittelständlern. Das ist natürlich ein kleines Problem, was mich gerade so ein bisschen stört. Ich wollte ja auch noch hier so ein bisschen was für die unterste Klasse freihalten. Einmal kurz umdisponieren. Ich muss mal kurz umdisponieren. Und zwar das, also die Klinik. Nicht das Krankenhaus, die Klinik ist das. Mal gucken, wie weit sich das zurückzieht. Okay. Die Schule, glaube ich, bastel ich auf der anderen Seite hin. Moment, wenn ich die jetzt dahin bastel, was passiert? Okay. Das ist noch nicht für die mittlere Klasse gedacht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde hier noch dieses Gebiet hier auch noch für die unterste Klasse freihalten. Sprich, ich werde die Gebäude hier mal abreißen, die Mittelständler. Und Klinik. Wir brauchen eine Klinik. Wo bastel ich die am besten hin, damit das hier nicht überlappt? Dass ich hier die Mittelständler irgendwo in einem separaten Bereich halten kann. Ich versuch's mal hier. Okay. Das ist natürlich Kaka. Mal einen Krankenwagen dahin. Moment, wie sieht's aus? Ja, da ist ein ganz kleiner Fleck, aber das bringt ja nichts. Naja, gut, dann würde ich sagen, werde ich die Mittelständler ab hier erstmal hinbauen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch so einen Flügel. So. Dann würde ich sagen, die nehme ich erstmal weg, die Markierung. Ah ja, die Schule, genau, die Schule wollte ich auch noch. Ah, schon wieder dieser dämliche Bug, Alter. Mann. So, einmal kurz weg, bitte. So. 2, 4. Und wie sieht's mit den Schülern aus? 172, ja, okay. Da bräuchten wir im Prinzip noch ein Klassenzimmer, aber das werde ich später mal machen. Wie weit sind die denn mit dem? Okay. Da müsste ich dann die Straßen erweitern. Erstmal auf mittlerer Stufe. Okay. Hier dann auch, damit die Straßen nicht so verstopfen. Dann einmal bitte markieren. So. Sieht es mit der Energieversorgung aus? Ja, passt. Passt und passt auch. Okay.
Na, wie sieht's aus, Leute? Wollt ihr kein größeres Haus? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte? Ich glaube, du bist eher dicht als die fehlerhafte Ansage. Zu wenig Platz für Dichte. Ah, wusste ich's doch. Gut. So, weiter, noch eins, ja, genau. Noch eins bitte. Okay, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Ja, alles steigt nach oben. Alle sind so am Grinsen wie ein Honigkuchenpferd. Das gefällt mir. So, und der letzte bitte. So, So York City wächst. Und wie man es so von New York selbst kennt, ne? Die sind auch dicht bewachsen und haben auch so Wohnblocks, ne? Deswegen werden die auch, also die Straßen werden da auch Blocks genannt. Und ein Block ist mit Sicherheit so 1 Kilometer lang oder so. Vielleicht, ich weiß nicht genau, ich kenne die Ausmaße da nicht, aber auf jeden Fall ist das auch so im Quadrat, ne, so quadratisch angelegt. Ja. Und dementsprechend baue ich das dann hier auch so. Und ich bin sowieso ein alter SimCity-Fan, ne, und habe das damals auch angefangen mit dem ersten Teil. Und habe das auch von Anfang an immer so im Quadrat gebaut. Aber damals gab es noch nicht diese Mods. Vielleicht doch schon, aber ich habe mich da noch nicht so wirklich für interessiert oder habe da noch nichts von gewusst. Naja. Aber jetzt bin ich ja ein bisschen älter und ein bisschen schlauer und ein bisschen weiser, ne? Deswegen werde ich hier auf jeden Fall meine Kenntnisse einsetzen. Und das alles, was ich in den Tutorials gelernt habe. So, was mit dir hier? Willst du dich ausbauen oder was? Hau ab, du blöde Fliege! Scheiß Insekten, ey. Scheiße, ich habe hier keine Fliegenklatsche, ey. Sonst würde ich die ja mal platt machen. Und jetzt kommt mir nicht einer hier an und sagt, das sind doch auch nur Lebewesen. Die wollen doch auch nur leben. Nein, das sind für mich einfach nur dämliche Scheißefresser. Das sind einfach nur Nervensägen. Die will doch keiner im Haus haben. Drecksviecher. So. Wie ich es geahnt habe, wird das auch noch ausgebaut. Gut, das hätten wir dann auch. So. Wie sieht es aus mit der Schülerschaft? 1100 sind angemeldet. 1131. Also 31 sind auf jeden Fall noch ohne Anmeldung. Und zwar hier drüben. 15 Kinder und da zwei Kinder. Ja, gut, okay. 31. Ich sehe hier nicht, dass hier irgendwie 31 markiert sind, aber das ist natürlich, denke ich mal, auch wieder so ein Bug, den die hinterlassen haben. So, ich könnte rein theoretisch noch eine öffentliche Bibliothek dahin klatschen, aber ich brauche erstmal noch diese Ansicht hier. So. Mann, hau ab, du Nervensäge! Meine Herren! Geht mir aber auf die Nüsse hier, ne? Okay, öffentliche Bibliothek. Könnte ich rein theoretisch hierhin pfeffern? Nee, ich lasse das erstmal auf der Seite, würde ich sagen. Neben der Klinik. Ich weiß nicht. Ja, ist okay. Ist okay, ne? Ich wollte ja hier schon die Mittelständler irgendwie ausbauen. Also später. Und werde mich erstmal auf die andere Seite konzentrieren, also die unterste Klasse. So, wo haben wir denn hier noch Geschäfte? Haben wir noch irgendwo Geschäfte? Gewerbegebiete. Wo haben wir denn die Gewerbegebiete? Da. Da ist eins. Hier sind vier. Dann würde ich sagen, bauen wir doch hier noch welche hin. Moment, wo ist die Markierung? Okay, da ist die Markierung zu Ende. Dann kann ich hier noch welche von der untersten Klasse hinbauen. Damit die auch noch ein bisschen was zum Einkaufen haben. So,
Soll ich versuchen, hier mal so ein bisschen was zu bauen? Hau ab, Mann! Gott! Blöde Fliege, Alter! Ich weiß nicht, was die riecht, aber die riecht, glaube ich, irgendwas, was hier in der Nähe ist. Sind das meine Socken? Ich weiß es nicht. Oder bin ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte morgen duschen. Nee, nee, also. Das kann nicht sein, dass ich das bin. Möglicherweise irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Das sind einfach nur beschissene Nervensägen. So. So, Geschäftchen. Ich glaube, hier werde ich mal so ein bisschen was bauen. Auf der Seite der Straße. Und nicht immer so. Ja, gut, okay. Hier habe ich auch so ein bisschen andersrum gebaut. Naja. Ist ja egal, ne? Hauptsache, irgendwas wird dahin gebastelt. So, wie sieht's mit euch aus? Seid ihr auch schon so weit? Nein. Das lasse ich auf jeden Fall markiert. Moment, hier. Ach, das sind auch noch Geschäfte. Moment, Moment, Moment. Das habe ich gar nicht bemerkt. Dann reiße ich das hier nochmal ab. Nehme die Markierung weg. Und werde hier halt ausbauen. Die habe ich ja total vergeigt hier. Oder vergessen. Wie auch immer. Ja, machen wir mal alle drei hier. So, der erste baut schon aus. Das ist gut. Was mit euch beiden hier? Wollt ihr nicht ausbauen? Geschlossen, hier werden Mitarbeiter gebraucht. Gut. Von mir aus. Okay. Gut, das hätten wir dann schon mal. Energieversorgung ist auch noch okay. Okay, gut. Wie sieht's denn mit der Statistik jetzt gerade aus? 365 verfügbare und 45 davon kommen von außerhalb. 60 nicht erfüllte Aufträge. Dann würde ich mal sagen, baue ich hier nochmal eine Industrie hin. Wie machen wir das denn am besten hier? Moment, sind das mittlere Straßen hier? Moment, muss man gerade checken. Ja, das sind alles mittlere. Ja. Ne, das sind hohe. Hohe. Na, warum meine Maus spinnt? Ich hasse das Ding. Okay, genau. Industrie. Wo baue ich denn hier weiter? Hier brauche ich auf jeden Fall Platz für noch ein bisschen. Das ist hier die Pumpstation. Falls ich Wasser benötige. Dann werde ich hier dieses Quadrat für Industrie nehmen, würde ich sagen. Nee, Moment. Ich wollte erstmal hier Straßen ausbauen. Nee, Moment. Das geht natürlich nicht. Ich wollte nur mal kurz was checkelechen. Moment. Ich mache das mal so, damit ich hier wenigstens eine perfekte Straße habe. Also Perfect Road Mod muss anschlagen. Und dann werde ich mal. Moment, habe ich hier irgendwas ausgebaut? Nö. Da hat irgendwas ein Geräusch gemacht. Ich weiß, glaube ich, nicht was. Ich glaube. Ach, keine Ahnung. Egal. Scheiß was drauf. So. Und die natürlich auch. So, damit die hier eine Ausweichstraße haben. Ah, ne. Am besten wäre hier eine Brücke, ne? Am besten wäre hier doch eine Brücke. So einmal und so einmal. Weil ich wollte ja hier den Fluss, also hier den Verkehrsfluss, wollte ich auf jeden Fall hier nach hierhin umleiten. Geht das oder geht das nicht? Jawohl, funktioniert. Super. Dann hätten wir schon mal zwei Brücken in Richtung Industriegebiet. So, jetzt mal eben Industrie. So. Damit das. Ja, perfekt. Perfekt. So, die Markierung kann weg.
Ups. Ja, da kann das auf jeden Fall noch dauern. So. Ich könnte rein theoretisch schon Touristen in die Stadt locken. Dann würde ich hier schon mal irgendwo so den Central Park einbauen. Oder hier vielleicht. Ich weiß noch nicht. Irgendwie werde ich hier noch eine Idee brauchen, wo ich den Central Park hinbaue. Ich überlege mir was. Vielleicht baue ich das privat und mache hier so eine Zeitrafferaufnahme und werde das dann als Zeitraffer hochladen. Also ja, mal gucken. Also ich werde mir da auf jeden Fall was ausdenken. So. Was wollte ich denn noch? Genau, wegen der Verschmutzung wollte ich noch was nachgucken. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis das da hinten weg ist. Rein theoretisch könnte ich hier ein paar Bäume hinpflanzen. Das soll nämlich die Bodenverschmutzung wegnehmen. Aber die Bäume sterben natürlich auch davon ab. Bäume pflanzen. So, damit das hier so bisschen rundrum. Naja, genau, die Müllverbrennungsanlage. Ja, die läuft. Moment, wenn ich die jetzt schon mal markiere, was passiert? Was passiert mit euch? Baut ihr sofort aus oder braucht ihr noch eine Weile? Also laut dem Balken brauchen die noch ein bisschen. Aber kann ja auch früher passieren, ne? Wer weiß. So, mal kurz gucken hier. 487. Null Unzufriedene bei der Industrie und nicht erfüllte Aufträge auch null. Das ist perfekt. Gut. Okay. Bibliothek. Wow, 600 pro Tag. Alter. Das ist ordentlich was, ne? Wie sieht es mit dem Bildungsniveau aus? Ja, okay, das ist schon fast voll. Wenn ich noch eine Schule dahin baller, dann wird das Bildungsniveau auf jeden Fall sich steigern. So, bevor die Schule beginnt, werde ich auf jeden Fall noch einmal ein paar Klassenzimmer hinzufügen. Machen wir die hier hin. Moment. Okay, da passen noch drei Stück hin. Das ist gut. Ja. Ich denke mal, das war's fürs Erste. Oder soll ich jetzt noch ein paar Minütchen machen? Ich weiß nicht. Ja, so ein paar Minütchen mache ich noch. Ein paar Minütchen kann ich noch. Okay, Klassenzimmer füllen sich. Verkehrsfluss, wie sieht es damit aus? Ja, ist doch schön im grünen Bereich, ne? Ist richtig schön im grünen Bereich. So will ich das sehen. Damit nirgendwo Stau entsteht und keiner zu spät zur Arbeit kommt, zu spät zur Schule kommt oder, ne, die Lieferung von den Industrien. Ja, ne? Sich verzögern und so, ne? So will ich das sehen. So, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Perfekt. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Moment. Da, da könnte ich im Prinzip auch weitermachen. Hier könnte ich eigentlich noch ein Geschäft hin basteln. Moment. Oder doch ein Wohngebäude. Mal kurz was versuchen hier. Gut, dann müsste ich hier prinzipiell. Blödes Mistvieh! Meine Herren, ich glaube, ich werde die gleich jagen! Diese blöde Kuh. Blöde Kuh mit sechs Beinen. Ja gut, dann würde ich sagen, basteln wir hier noch eins hin. Oh, das wird sofort ausgebaut. Krass, Alter. Das ging aber schnell, ey. Dann hier bitte eins hin und hier in der Mitte ein großes.
Okay, dann hier mal die Markierung erstmal weg. Wie sieht's aus? Ausbauen, hallo. Na komm, Büttners. Wie sieht's aus mit euch, Büttners? Wollt ihr nicht ausbauen? Und da passiert's doch. So. Ja. Wie gesagt, ein paar Minuten mache ich auf jeden Fall noch. So. Dann hier bitte ein großes hin. Ich hoffe, das baut er auch hin. Ja. Nee, doch nicht. Ich hätte da bitte ein bisschen breiteres. Nein. Ein großes bitte. Ich will die Lücke füllen. Kommt schon, ich brauche einen Lückenfüller. Oh, nicht schon wieder, oder? Da ist doch noch Platz für so ein kleines Gebäude. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Nee, sowas auch nicht. Leute, was ist los mit euch? Ein großes bitte. Ah. Leute. Macht doch das, was ich will. Blöde KI. Ah, schon wieder. Moment, einen Moment. Da sind jetzt zwei Gebäude. Ja, eigentlich ist das scheißegal. Da passt so oder so ein, das ist ja ein Hochhaus zwischen. Also ist das im Prinzip völlig wurscht. Ich versuch's aber trotzdem nochmal. Moment, jetzt haben wir. Ah, doch, zwei. Okay, Moment. Ich nehme mal kurz eine Markierung weg. Dann basteln wir da zwei von denen hier hin, ne? Von diesen Mehrfamilienhäusern. Würde ich sagen. Okay. Du weg. Und du kannst auch schon ausbauen, wenn du Bock hast. So. So, York City wächst und wächst und wächst. Okay. Wie ich es mir gedacht habe, wird da auch ausgebaut. Gut, wie weit seid ihr? Okay, das kann noch ein bisschen was dauern. Bei denen auch. Und, Moment, was habe ich denn an Arbeitsplätze? 400. Was sieht's mit euch aus? Kann auch noch ein bisschen was dauern. Hier habe ich zwei Geschäfte. Ja, ich will hier auf jeden Fall keinen Stau entstehen lassen. Deswegen muss ich hier aufpassen, dass ich hier nicht zu viele Geschäfte hinbaue. Denn wo viele Geschäfte sind, da tummeln sich auch viele Leute, ne? Und Fahrzeuge. Und das will ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Deswegen warte ich noch ein bisschen ab. Okay, ich würde sagen, ich beende jetzt die ganze Geschichte für heute und sage danke fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen und Tschüssinger, Tschaußen, bis demnächst.